Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grid 2. Hier ist wieder euer Gavins von der P-Action. Yeah, es geht weiter. Wir machen jetzt mal eine Duellserie. Kann man mich eigentlich verstehen? Hallo? Okay, Evo-Duell-Serie. Machen wir jetzt mal 3 Event-Runden. Oh, die erste ist gleich 10,4 Kilometer. Mein Gott. Ach nee, das ist ja immer dasselbe, ne? Also immer 10,4 und wir haben diese komischen Dingsfahrzeuge. Ariel habe ich nie gefahren, der KTM lässt die Scheiße fahren und das Teil lässt die Scheiße gut fahren. Also sehr geil und deswegen nehme ich das wieder. Denn ich habe Angst zu verkacken, deswegen nehme ich den Ariel jetzt nicht und so. Ja? Ich will lieber gewinnen. Und wenn ich mit einem Fahrzeug fahre, mit dem ich schon mal gefahren bin und umgehen kann, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Oh, guck mal, Lichter leuchten. Wir sind auf jeden Fall in Japan. So, los geht's. Das ist wohl diese übelste Scheißstrecke. Und das als Duell. Dreimal. Yeah! Und gleich gegen Wähler als erstes. Das wird ja, ne? Super locker. Vor allem, wenn der mich hier so nervt. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg, Junge. Und auch noch in der Nacht. Oh, es wird ja immer schlimmer hier. Was kann eigentlich noch passieren? Dass da gleich irgendwie ein Hubschrauber kommt und auf mich schießt oder so. So wie bei Split Second oder so. Stimmt ja, bei Split Seconds gab es ja auch diese Hubschrauberverfolgung. Oh, die waren auch geil. Da musste man ja, ich habe ja schon mal über Split Second gesprochen. Das war dieses Spiel von Warner Brothers, war das, glaube ich. Wo man ja, nicht so wie in anderen Spielen mit Boosts oder so, sammelt, sondern halt solche, Fähigkeiten, womit man dann bestimmte Sachen in der Umgebung aktiviert, wie zum Beispiel irgendwas explodiert oder so. Damit man die Gegner ausknockt. Und bei dieser Hubschrauber-Challenge war das ja so, da man musste ja irgendwie den so weit wie möglich ausweichen und bestimmte Stellen erreichen und dann konnte man irgendwie so einen Schuss aktivieren, der den Hubschrauber gedamaged hat, bis der am Ende dann einfach abgeschossen wurde. Das ist mal eine ganz coole Idee, also habe ich so noch nicht gesehen. Jedenfalls nicht in einem Rennspiel. Wow! Das war ein Overkill. Gut, dass wir die Rückblende hier machen können. Alter, der hat mich sowas von getötet, der Kerl. Der ist mit Vollspeed da reingerast. Du, ich lass ihn mal vor. Boah, war das gefährlich, ey. Heilige Scheiße. Meine Fresse. Ohne Rückblende müssen wir das Ding von vorne machen. Zum Glück geht das so. Rechts rum. Oh, scheiße, ich dachte, es geht links. Ja, jetzt muss ich versuchen, wieder zu kommen. Alter. Dem ist doch scheißegal, was passiert. Naja, ist ja auch nur eine KI, ne? Die machen sowieso, was sie wollen. Aber ich mache auch, was ich will. Und ich will den auf jeden Fall fertig machen. Jetzt noch mehr. Ah, jetzt muss ich aber aufpassen hier. Ah, scheiße. Ich will nicht schon am Anfang verlieren. So eine Schmach. Wie lange geht's noch? Die Hälfte der Strecke ist rum. Da haben wir noch genug Zeit. Ich muss nur wieder rankommen hier. Hallo, Wela, warte mal auf mich. Ich will gewinnen. Ah, er wartet, tatsächlich. Cool, hi, wie geht's dir? So, jetzt sehe ich die auch mal ein bisschen ran hier. Aber am besten mal von hinten, weil dann kann ich nicht so weggeschleudert werden. Von der Seite fliege ich ja wieder so wie ein Flummi weg. Gut, ich führe. So, weiter. Oh, diese Lichter, die irritieren mich. Es blitzt überall. Oh, der ist genau hinter mir. Okay, jetzt kommt wieder so Baumzeug, ne? Ja. Vorsicht. Kann das sein, dass er schneller ist? Der kommt immer näher ran hier. Bisschen die Traktion verloren. Okay. Das sind ja fast Split-Seconds-Verhältnisse hier schon. So, wie lange ist es noch? Weniger als ein Viertel. Okay, er kommt ran. Er rammt mich gleich. Er will mich töten. Hilfe. Oh nein, jetzt kommt auch noch so viel Kurvendings. Ich hasse diese Strecke. Und ich hasse den Gegner. Ich hasse alles. Come on. Okay. Ruhe. Ja. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Aber noch ist nicht so trockene Tücher, denn er ist immer noch nah dran. Oh. Jetzt kann ich Speed nehmen. Vielleicht müsste. Da ist das Ziel, ja. Noch einmal kurz um die Kurve. Ja. Geschafft. Gut, damit sind wir auf jeden Fall schon mal unter den besten 4.
Glück gehabt. Ich glaube, ich habe gerade Patrick in seinem Penthouse jubeln hören. Ein Spitzenergebnis. Yeeha! Allein in seinem Penthouse. Yeeha! Noch mehr Scheine, um die ich werfen kann. Yeah! Money! Gut, wer ist überhaupt mein Gegner? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Okutama eignet sich gut, um Drifts zu trainieren. Die langgezogenen Kurven sind ideal. Dumm nur, dass wir keine Drifts machen hier. Ach, Callum, okay. Und er ist selbe Fahrzeug wie ich, alles klar. Besonders in Sektor 2 musst du deutlich zulegen. Ja, die Strecke ist auch wirklich echt, ich weiß gar nicht, gibt es noch eine schwere Strecke? Also ich finde, die ist die schwerste bis jetzt, die ich hatte. Ich glaube, wir hatten auch schon alle. Ich habe nichts Neues und Besonderes gesehen. Für mich ist es die schwerste Strecke. Die ist echt schon oberknackig. Da kann man sich so oft die Zähne ausbeißen und so schlimm. Also da helfen oft auch 5 Rücksetzungen nicht mehr. Aber eben ging es eigentlich ganz gut. Ich hatte noch 2 oder 3, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall hatte ich noch was. So. Dieses Rennen will ich auf jeden Fall schaffen, ohne eine totale Zerstörung meines Fahrzeugs zu haben. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich denke mal, der Callum wird jetzt nicht so krass abgehen wie der andere, der Wähler. Weil der sich jetzt auch ein bisschen nach hinten setzt. Das könnte natürlich aber auch wieder eine Taktik sein, um mich wieder wegzuhauen. Diese bösen Schweine da. Da mache ich es halt einfach so, ich fahre ihm einfach weg. So. Ganz einfach. Hier muss ich aufpassen, denn da ist wieder dieses komische Eckstück da. Da knallt mir mal schon gegen. Du hattest Glück, dass du darin nicht verwickelt wurdest. Ja, dafür werde ich den nächsten verwickelt. Scheiße. Ah, oh, das war zu früh. Das ging aber noch gerade eben. Oh, ich habe sogar einen kleinen Vorsprung. Wunderbar. Achso, meinte deswegen verwickelt? Hat der Typ sich selbst ausgenockt oder was? Der ist voll weit weg gerade. Geil. Hehe. Sehr schön. Könnte ja jetzt ganz entspannt werden. Ich muss nur noch nicht scheiße fahren. Das ist doch wohl machbar. Jetzt geht's wieder rechts rum. Denk daran, nicht links. Nicht irritieren lassen. Oh, jetzt kommt er. Was ist das denn? Gummiband! Gummiband! Krasser Gummiband! Er ist wieder völlig hinten dran. Gibt's ja aber gar nicht. Der ist doch bestimmt eben mit 300 um die Kurve gefahren oder so. Alter! Gummiband Deluxe hat gerade eingesprungen, ey. Das ist ja fast unfassbar, ey. Da, wer jetzt genau hinter mir ist. Der war eben bestimmt 300 Meter hinter mir oder so. Scheiße. Unfaire Kacke, ey. Jetzt überholt er mich sogar fast. Nein, das war ja echt nicht. Das haben wir ja gleich kommen sehen, du. Geh weg, Callum. Du Gummiband-Penner. Das lass ich nicht mit mir machen. Nein. Bleib dran. Oder bleib weg. Oh, scheiße. Zu viel Tempo verloren. Ah, geht aber noch. Ich bin immer noch vorne. Okay, ein bisschen fahre ich ihn wieder weg. Fahr schneller. Weg. Los. Ich will nicht. So, jetzt kommt wieder Baum zur Scheiße, wo du nicht siehst. Vorsicht, 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 Vorsicht. Kurve rechts, Kurve rechts, Kurve links. Nee. Nee, nee. Hier müssen wir ein bisschen mehr vom Tempo gehen. 2 haben wir noch, 2 Rücksetzungen zum Glück. Gut, letztes Viertel. Ist das anstrengend und aufregend hier, doch. Und Gummiband kommt schon wieder. Yay. Alter, das gibt's doch gar nicht. Also in diesem Rennen ist es wirklich so stark wie noch nie. Also so stark ist es mir auf jeden Fall noch nie aufgefallen, dieser Gummiband-Effekt. Bis jetzt fand ich den eigentlich immer ganz human, aber im Moment ist der wirklich böse. Also wirklich sehr böse, finde ich. Gefällt mir gar nicht. Ey, hat der Fan mir da eben die rote Karte gezeigt, oder was? Da hat doch eben eine rote Karte gehalten. Das denn hier? Schwein. Vorsicht. Ach Leute, ich bin echt fertig. Aber wenigstens ist dieses Rennen gleich vorbei und dann ist nur noch einmal. Selbst wenn wir das nicht gewinnen, zweiten haben wir dann erstmal. Puh. Glück. Einmal kurz entspannen und fürs nächste Rennen vorbereiten. Tja, nun sollte wirklich niemand mehr an deinen Fähigkeiten zweifeln. Nee. Und wer ist mein Gegner? Silver natürlich. Wer hätte das gedacht? Wenn wir nicht das erste Mal oder überhaupt vorher gegen Silver antreten, ist er immer im Finale bei einem. Also soweit ich weiß, bis jetzt ist mir das noch nie anders aufgefallen. Silver ist wirklich der Duell-Spezialist in diesem Spiel. Aber
Wir haben öfters gewonnen bis jetzt gegen ihn. Achte in den Bergabpassagen auf die extremen Gefälle. Hier können selbst die besten Fahrer überrascht werden. Ja, ich bin aber noch ein besserer Fahrer. So, welchen Fahrzeug hat er? Er fährt mit dem Ariel, okay. Dann ist ja jedes Fahrzeug einmal abgehakt worden. Oder? Der erste hatte doch, glaube ich, diesen KTM, oder? Wow, 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 wow. Ich komme nicht um die Kurve. Scheiße. Schon riesen Delle. Oh ne, ich glaube, ich habe schon drei nach links. Oder? Ich glaube, ja. Oh, scheiße, das fängt ja gut an hier. Aber ich will jetzt nicht von vorne anfangen. Richtiger Champion zieht das durch. Ja, ich habe einen drei nach links. Oh, fuck. Das kann ja was werden. Und das auf dieser Strecke, ey. Das ist ja ein Garant für noch mehr Crashes und Katastrophen. Wenn der Gummiband wieder so stark anzieht, wie ich es vermute, dann wird es echt eklig. Silber, bleibt mir vorm Leib. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Nein, ich sehe ihn. Hilfe. Ah. Okay, Vorsicht. Diese Kurve wieder. Oh ja, die habe ich gut genommen. Oh, oh, oh. Geht noch, geht noch, geht noch. Boah. Schwein gehabt. Oh Mist, der Drall wird immer stärker, habe ich das Gefühl. Und da kommt er wieder. Oh. Mann. Gut, ich setze jetzt vorher gleich zurück. Ich habe ihn, glaube ich, aber auch ausgenockt gehabt, ne? Oh, 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 guck dir das da an, da hinten. Hat sich gerade noch gekriegt da. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, Alter, dieser Dreil macht mir echt Probleme gerade. Scheiße. Und da ist er schon wieder. Und er zieht gleich an mir vorbei. Einfach so. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Wie eiskalt er mir reingedrast ist. Das war ein ganz klarer Angriff. Komm, ich lasse ihn mal einfach so vorher vorbei jetzt. Der Penner, ey. Geht's ja wohl nicht. Oh, ich krieg rechts die Kurven nicht mehr hin. Scheiße. Ich will nichts weiter werden. Vor allem nicht gegen Silva. Der blöde Typ. So. Was machen wir jetzt? Außer gewinnen. So, jetzt ist er wieder langsamer. Gummiband für mich da. Hallo. Wie geht's denn so? Komm mal her. Ich bin immer noch da. Los. Lass dich rammen. Haha. Vorsicht. Wo ist er? Oh, ich glaube, er ist... Ja, er ist stehen geblieben. Er ist stehen geblieben. Haha. Jetzt tatsächlich geschafft, ihn in die Kurve auszunocken. Geil. So, jetzt muss man mal gucken. Für alle, die jetzt ein bisschen aufpassen wollen, guckt mal unten links jetzt auf die Karte, wie schnell der gleich hinterherkommt, wenn der Gummiband-Effekt sich einstellt. Oder ich fahre einfach nur scheiße, dann kann er mich natürlich auch einholen. Das war natürlich richtig blöd jetzt von mir. Geil. Da braucht es natürlich auch keinen Gummiband-Effekt. Aber ein Positiv hat es, mein Drall ist, glaube ich, wieder raus. Ne, noch nicht ganz, aber ganz leicht ist er nur noch. Also es hat sich wieder ein bisschen eingedrallt. Wieder zurückgedrallt hat sich's nach rechts. Ah, die Kurven werden dadurch jetzt echt beschissener. Weil auf beiden Seiten sich die Kurven jetzt nicht richtig nehmen lassen. Und oh, mein Motor ist auch schon am Quieten. Unten rechts ist schon das Alarmzeichen. Okay, wir haben es gleich geschafft. Komm, nur noch ein kleines Stück. Irgendwie. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Lass mich in Ruhe. Silver, nein. Silver, nein, tu es nicht. Tu es nicht, Silver. Komm, jetzt noch diese Ecke hier mit der einen Kurve und dann hab ich's. Dann hab ich's. Ja! Komm, gib Gas! Oh ja! Geschafft! Erster Platz! So, unser Sprecher hat auch keinen Bock mehr. Das war zu viel für ihn. Adrenalin hat weggekickt. Ziel erfüllt 0. Nee, das kriegen wir erst beim Driften, glaube ich, wieder raus. Das war das Letzte, was wir machen müssen. So, ein paar Fans. Nach einer unglaublichen Saison, die uns über den ganzen Globus geführt hat, sind wir bereit für das Finale. 5 Rennen gegen die weltbesten Fahrer, die alle World Series Racing Champion werden möchten. Auf geht's, nach Dubai. Oh, ist jetzt tatsächlich die Meisterschaft offen? Oh, Tatsache. Aber da gibt es ja noch ein paar Sachen, die wir vorher haben. Und zwar 3 Stück. Was haben wir noch? Eine normale Rennserie, eine Checkpoints-Rennserie. Oh ja, das wird bestimmt wieder richtig hart.
und eine Driftserie. Machen wir natürlich alles noch. Und wir haben natürlich auch noch die Promo hier. Diese Torque. Aber das ist alles ein bisschen länger, deswegen mache ich diese Folge ein bisschen kürzer und mache jetzt einen Schnitt. Ich bin euer Onkel K. Vinson. Likes, Kommentare und Feedback werden gerne angenommen. Ich sehe euch in der nächsten Folge von Grid 2. Bis demnächst.